Hallo liebe Bücherfreunde und willkommen auf meinem Kanal. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich ein Video für euch, mal was ganz anderes. Ich mache heute mal das erste Mal ein Rebuy-Unpacking. Ja, ich bin auf der Seite von Rebuy gewesen, wo ich lange Zeit nicht war und habe da gestöbert. Und ich kann euch sagen, Leute, das ist immer ein Untergang. Also, ich habe es die letzte Zeit ziemlich vermieden, dorthin zu gehen, und ich war jetzt auf der Suche noch nach zwei, drei Büchern, und ihr kennt das ja, das ist sowas von gefährlich, wenn man auf diese Seite geht, also ruckzuck hat man da ein paar Bücher im Korb. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt mit euch das auspacken. Bevor es losgeht, wisst ihr ja wie immer die kurze Info, irgendwo steht Dauerwerbesendung, ich stelle euch Bücher vor, die könnten euer Kaufverhalten beeinflussen und somit wäre es Werbung. So, das Paket war, als es angekommen ist, hier oben schon eingerissen, aber ich habe noch nicht reingeguckt, Leute. Seit einer Woche steht das Paket hier und ich kann euch sagen, das hat mich echt Überwindung gekostet, es nicht auszupacken. Deswegen starten wir jetzt mal und gucken, was da alles drin ist, weil so genau weiß ich auch nicht mehr alles. Ihr kennt das ja, wenn man erstmal in diesem Bücherrausch ist, ja, dann gibt es kein Halten mehr. Okay, ich greife einfach wahllos rein, ziehe eins raus und wir schauen. So, ich habe ein Buch, was ich schon gelesen habe, mir bestellt. Ich habe es entdeckt durch Zufall und habe gedacht, boah, das bestellst du dir. Vor allen Dingen, es war super günstig. Jetzt habe ich allerdings die Preisliste nicht dabei, aber die Bücher lagen alle so bei 2 bis 3 Euro, glaube ich. Und ja, ich glaube, eins war ein bisschen teurer, aber ansonsten alles super günstig gekauft. Und zwar von Dörte Hansen, Altes Land. Das Buch habe ich ja in einer ganz alten Ausführung und auch nicht so schön. Und ich habe gesehen durch Zufall, dass es von der Büchergilde ein Buch bei Rebuy gab. Leute, schaut euch das Buch mal an. Das fand ich richtig schön. Und es ist auch in einem Top-Zustand. Das Einzige hier unten ist am Umschlag, am Einband eher, ist ein ganz kleiner Mini-Riss, wenn man den von der anderen Seite vielleicht klebt, aber man sieht es kaum. Ansonsten ist das Buch echt in einem guten Zustand. Es ja, hat keine Macken. Es sieht auch aus, das Lesebändchen ist drin. Also ich denke mal, es ist höchstens vielleicht einmal gelesen und ein ganz kleines bisschen schmutzig da unten. Aber ansonsten finde ich, sieht es wunderschön aus und ich bin total begeistert, dass ich jetzt auch in dieser Ausführung das Buch habe. Gefällt mir unglaublich gut. Hier geht es ja um eine Geschichte, die im alten Land spielt. Hier geht es um ein Flüchtlingskind aus Ostpreußen, die seit 60 Jahren im alten Land lebt, dort nie Fuß gefasst hat, nämlich Vera Eckhoff. Eines Tages steht vor ihrer Tür eine Fliehende, nämlich ihre Nichte Anne mit ihrem kleinen Sohn. Die ist allerdings aus Hamburg-Ottensen geflohen und ist im Grunde genommen vor dem Leben dort geflüchtet. Und ja, es ist ein richtig tolles Buch, hat mir super gut gefallen und ja, ich bin froh, dass ich es jetzt in dieser Büchergilde Ausführung bekommen habe. So, dann greifen wir mal wieder rein. Dann habe ich ein Buch aus dem Eisele Verlag. Mir gefallen ja die Bücher aus dem Eisele Verlag auch richtig gut. Es ist so ein bisschen leicht schief, aber es geht. Von Marie Brunthaler, Pitz Palü. Das ist so eine Geschichte, in der es um ein Grand Hotel in den Schweizer Bergen geht. Die Geschichte spielt im Sommer 1957. Ja, jedes Jahr versammelt sich so eine illustre Gesellschaft in diesem Grand Hotel. Es ist ein Traditionshotel, das, ja, sag ich mal, Bergfanatiker anzieht, ebenso wie reiche Witwen und Prominenten. Und auch zum Beispiel der Filmstar O.W. Fischer weit unter den Gästen, und es passiert eigentlich nicht viel.
aber es verschwinden die zwei Kinder von dem Hotelbesitzer spurlos. Und es passiert auch noch ein Mord. Und ja, ich sag mal so, Familiengeheimnisse und lang unterdrückte Rachegefühle kommen zutage. Und ja, ich hoffe mal, dass das auch eine richtig gute Geschichte ist. Das Buch hat ein Lesebändchen, ist auch in einem recht guten Zustand. Ich denke auch, dass es wahrscheinlich nur einmal oder so gelesen wurde. Ansonsten hat das Buch nichts. Also es ist in einem richtig guten Zustand und ich habe es, glaube ich, auch für einen super Spottpreis gekriegt. Also alle Bücher haben nicht sonderlich viel gekostet. Ich weiß auch nicht, irgendwie haben mir einige Verlage es im Moment angetan. So zum Beispiel der Eisel Verlag finde ich gut, aber auch der Dumont Verlag. Ja, ich bin gespannt, ob es wirklich so eine tolle Geschichte wird. So. Dann das nächste Buch ist von Donna Leon. Ich habe ja erzählt, dass ich ihre Reihe von dem Kommissar Brunetti sammle schon von Beginn an. Aber ab einem gewissen Fall, ich weiß gar nicht, so ab 19 glaube ich, da fehlt mir noch das ein oder andere Buch. Und ich muss sagen, ich habe jetzt hier ihren 21. Fall, Tierische Profite. Und das Buch ist in einem Top-Zustand, Leute. Das war das einzige Buch, was ein bisschen mehr gekostet hat, was, glaube ich, 7 Euro oder so gekostet hat. Aber es ist nagelneu. Es ist hier unten am Ende, da ist, ja, das, ich sehe gerade, das ist so ein bisschen Gummi, wahrscheinlich von diesem hässlichen Klebeetikett. Ich kann das mal noch wegradieren. Und, aber ansonsten hat das Buch, ja, hier vorne ist auch so ein bisschen... Ja, ich glaube, das ist auch nur Dreck oder Kleber. Ich werde das versuchen, mal wegzuradieren, aber ansonsten hat das Buch nichts. Und wenn man bedenkt, alle diese Bücher kosten immer 22 Euro für so ein kleines Buch, da finde ich, wenn man dann 7 Euro bezahlt für ein nagelneues Buch, das ist doch gar nichts. Also da habe ich dann auch einen super Schnapper gemacht. Ja, und das ist das Fatale bei Rebuy. Diese super Schnapper, die man macht, weil da bleibt es eben nicht bei 2, 3 Büchern, sondern man geht in die Vollen und bestellt mehr. Genauso wie dieses nächste Buch von Erik Fosnes Hansen, Ein Hummerleben. Das Buch wollte ich auch schon immer lesen, über ein Jahr lang auf meiner Wunschliste. Das Buch ist im Kiepenheuer und Witsch Verlag erschienen. Auch dieses Buch ist in einem Top-Zustand. Ich würde sogar behaupten, es ist ja nicht gelesen oder höchstens einmal. Das Lesebändchen ist hier auch noch top drin. Mal gucken. Meistens kann man es am Lesebändchen erkennen, wenn es ziemlich fransig ist. Nein. Also auch so, das Buch ist nagelneu. Also, oder zumindest super gut behandelt. Es ist nicht schmutzig, es ist gar nichts. Auch wieder... ein tolles, ein richtiger Glücksgriff, sag ich mal. Das ist eine Geschichte, ich weiß jetzt gar nicht. In Norwegen spielt sie, genau. Das ist nämlich auch ein Hotel, das in den norwegischen Gebirge spielt. Und die Geschichte spielt 1980. Da lebt Seth bei seinen Großeltern, der wächst dort auf. Über seinen Vater weiß er nicht viel, die Mutter ist verschollen. Aber die Großeltern haben dieses kleine Hotel. Und nebenbei ist der Großvater noch Tierpräparator. Die Großmutter stammt aus Wien. Und ja, er so soll irgendwann die Rolle des zukünftigen Hotelbesitzers dann, wie soll man das sagen? Also er soll das irgendwann mal wohl übernehmen. Er hilft mit als Küchenjunge, als Laufbursche, als Tourenberater. Und alle arbeiten unter dem Motto, jeder Gast zählt. Und die Großküche ist sozusagen auch sein Zufluchtsort.
Dort arbeitet der ehemalige Seefahrer Jim. Und ja, es soll eine rundherum gute Geschichte sein. Etwas ruhiger. Aber ich bin sehr gespannt. Also ich wollte auf jeden Fall dieses Buch schon immer lesen und habe es jetzt, wie gesagt, auch in einem Top-Zustand bekommen. So, dann greifen wir mal rein. Das nächste Buch ist wieder von Donna Leon, Geheime Quellen, der 29. Fall. Der hat mir auch immer noch gefehlt. Und auch dieses Buch ist nagelneu. Es hat neu 24 Euro gekostet und ich habe es, glaube ich, auch für 7 Euro. Also die beiden Donna Leon Bücher waren auf jeden Fall die teuersten. Und auch hier geht es wieder um einen prekären Fall. Vittorio Faldato verunglückt auf dem Rückweg von der Arbeit in einer Sommernacht mit dem Motorrad. Alle glauben an einen Unfall. Nur nicht seine Frau. Und die bittet Brunetti um Hilfe. Und ja, er muss halt recherchieren. Man weiß nicht genau, sind es die Hirngespinste seiner Frau oder wollte wirklich tatsächlich jemanden Fadalto umbringen. Brunetti muss wieder mit seiner ganzen Intuition sich an den Fall ranmachen. Und ja, entdeckt darüber hinaus wohl, dass es ein Verbrechen größeren Ausmaßes war und dass das Folgen für die Gewässer von ganz Veneto hat. Ja, also auch tipptopp, ganz leicht nur etwas verzogen, aber ansonsten ein Top-Buch, ungelesen würde ich sagen, ja, ungelesen. Super, wieder einen richtigen Glücksgriff. Und wie gesagt, meine Reihe wächst. Nach und nach sammle ich mir noch die Bücher, die mir fehlen, zusammen. Das sind nicht viele, aber wie gesagt, es ist schon immer ein stolzer Preis. Und wie ihr seht hier, so bei den letzten Fällen, der 29. also 24 Euro. Ich finde, wenn man dann nur 7 Euro bezahlt für ein Buch, was nicht gelesen ist und top aussieht, kann man nicht meckern. So, und dann habe ich noch ein Buch aus dem Diogenes Verlag hier von Martin Sutter, Elefant. Auch dieses Buch, sensationell gut. Ein bisschen Geld nur unten, aber ansonsten. Und ja, das Lesebändchen guckt raus. Aber es ist auch nicht zerfleddelt, weil das ist ja auch manchmal, dass dann das Bändchen so zerfleddelt aussieht. Martin Sutter hatte ich ja zwei Bücher von seiner Serie Almen gelesen. Die haben mir richtig gut gefallen. Und auch von diesem Buch wird viel gesprochen. Hinten drauf steht, ich lese euch das mal vor, ein Wesen, was die Menschen verwirrt und bezaubert. Ein kleiner, rosaroter Elefant, der in der Dunkelheit leuchtet. Plötzlich ist er da, in der Höhle des obdachlosen Schoch, der dort seinen Schlafplatz hat. Wie das seltsame Geschöpf entstanden ist und woher es kommt, weiß nur einer, der Genforscher Ru. Er möchte daraus eine weltweite Sensation machen, allerdings wurde es ihm entwendet. Denn der burmesische Elefantenflüsterer Kaung, der die Geburt des Tieres begleitet hat, ist der Meinung, etwas so Besonderes müsse versteckt und beschützt werden. Ja. Mit seinem Gespür für Themen, die die Menschen bewegen, hat Martin Sutter auf den Nerv der Zeit getroffen oder war gesellschaftlichen Entwicklungen sogar voraus. Also auch das klingt nach einer super tollen Geschichte. Ich bin sowas von gespannt und habe wieder auch nur einen absoluten Glücksgriff. Also nichts dran, Top-Zustand und noch in einem, ja, richtig, zu einem richtig günstigen Preis. Martin Sutter, Elefant. So, und das letzte Buch ist von Jodi Picoult, auch ein Buch von meiner Wunschliste. Das allerdings ist arg mitgenommen, aber zum Lesen, denke ich mal, ist es gut genug. Die Hexen von Salem Falls, auch dieses Buch wollte ich schon immer haben. Es hat was mit Hexen zu tun und ja,
Spannung, Atmosphäre und Leidenschaft, der neue Roman von Volksautorin Judy Picoult. Salem Falls, einst verbreitete Hexenprozesse in dem neuenglischen Dorf, Angst und Schrecken, als der Zufall von Fremden Jack St. Bride dorthin verschlägt und er sich in die alleinstehende Eddie verliebt, zerbricht der trügerische Frieden aufs Neue und die Vergangenheit lebt noch einmal auf. Auch das ist ein Buch, was mich richtig gut interessiert. Ja, das Buch ist schon recht alt. Es ist ja auch ein älteres Buch von ihr und ja, sieht ein bisschen mitgenommen aus. Aber um die Geschichte zu lesen, reicht es. Und ja, ich bin gespannt. Ich liebe ja die Bücher von Judy Picoult. Also ich habe längst nicht alle, ich habe nur ein paar von ihr. Und die habe ich jetzt, bin ich ja dabei, auch nach und nach zu lesen. Immer alle paar Monate eins und bis jetzt war nur ein einziges, was so, ja, Mitteldurchschnitt war, aber alle anderen waren super. Und bin auch auf dieses Buch gespannt, es ist aus dem Kabel Verlag. Und ich habe allerdings auch, glaube ich, nicht viel dafür bezahlt. 2 Euro noch was. Also da kann man nicht meckern für ein Hardcover. Es ist halt gebraucht und es hat so keine Eselsohren oder irgendwas, also... Es ist lediglich halt vergilbt und eben durchgelesen und der Einband ist nicht ganz so schön. Aber was will man mehr? Es ist halt gebraucht und da finde ich, kann man auch nicht groß rummeckern. Ansonsten, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bücher, die in einem Top-Zustand sind. Also ich muss sagen, ich bin begeistert. Nicht immer sind alle Bücher von Rebuy top, aber dieses Mal, ja, kann ich doch recht zufrieden sein. Ja, Leute, das war mein erstes Rebuy-Unpacking. Ich hoffe, es wird auch nicht allzu oft wieder passieren, weil es ist einfach trügerisch. Also, sobald man auf dieser Seite ist und Bücher findet, die man schon lange haben wollte oder die einen interessiert haben und man die zu einem super günstig und Zustand sehr gut bekommt, ist es vorbei und ihr seht es ja, man kauft mehr als man will. Und es ist ja auch so, dass ich in dem Monat selber auch noch das ein oder andere Buch gekauft habe. Also hat man schon mal Neuzugänge wieder einiges hier auf Lager. Aber ich bin begeistert. Ich kann meine Serie Donna Leon vervollständigen weiter und habe auch sonst tolle Bücher ergattert. Ja, das war's, Leute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich kann euch animieren oder es sind Bücher dabei, die euch auch interessieren oder Bücher, die ihr vielleicht auch schon bereits gelesen habt, dann schreibt mir das doch bitte gerne in die Kommentare. Darüber würde ich mich sehr freuen, genauso wie über einen Daumen hoch. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit, genießt das tolle Wetter und wenn ihr wollt, sehen wir uns bald wieder und ich sage Tschüss, macht's gut, wir sehen uns.